So, weiter geht's mit Banish. Die Verbannten, die sind hier schon fürchterlich am Abkacken. Die Folge 23 haben wir jetzt. In der letzten Folge musste ich ja mal kurz unterbrechen, weil ich nicht wusste, was die Verhungerten heißt. Starvation heißt, sterben an Starvation heißt, sterben an Hunger. Aber die kriegen ja noch nicht mal auf die Reihe, hier die Häuser zu bauen, die Kumpels. Und immer noch sterben sie wie die Fliegen. 78. Da müsste doch das Essen irgendwann mal reichen für die Kumpels. Verstehe ich nicht. Und ich habe. Ach, guck mal hier. Doch, jetzt kann man hier ein Erntebefehl. Jetzt werden wir das mal alles ernten hier. Das können wir ernten. Nee, da können wir noch nichts ernten. Hier, gibt es hier einen Harvestbefehl? Nein, gibt es nicht. Und hier? Nein, gibt es nicht. Was denn da? Guck mal hier. Nomaden. Nomaden sind gekommen. Wir haben schon nichts zu essen. Ist egal, wir nehmen die trotzdem. Wir nehmen die trotzdem, ist egal. Können die uns vielleicht hier ein bisschen helfen? Können wir hier schon mal hochstocken und dann hier das Ding hier ernten. Und hier ernten. Und noch Bauarbeiter. So. Ernten, 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 die sterben immer noch. Ernten. Guckt euch doch mal an, wie wenig essen. Oh nee, ich muss von vorne anfangen. Ich muss von vorne anfangen. Aber nächstes Mal spiele ich damit Katastrophen, das sage ich euch. Aber ich versuche es noch kurzzeitig, ob ich eine Chance habe. Man soll ja nicht zu schnell aufgeben. Hatte ich den hier schon auf Abernten gestellt? Ja. Und dann sollte ich vielleicht diese Harvest nächstes Mal mehr nutzen. Dass die dann nicht zu spät mit der Ernte beginnen. Es läuft ganz gut hier. Guck mal, hier kannst du auch schon anfangen zu harvesten. Und hier glaube ich auch. Hier sind schon ein paar Kürbisse. Speichert er wieder? Muss ernte das alles ab hier. Sterben immer noch 78. Oh nein, 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 nein. Wir können das nicht verhindern. Ich meine, das kann doch nicht sein. Guck doch mal, wie viel Zeug wir haben. Es kann doch nicht sein, dass wir irgendwann nur noch 10 Einwohner haben, obwohl wir hier ohne Ende. Ich verstehe das nicht. Ich könnte mich hier schon wieder aufregen. Ich finde das Spiel trotzdem geil, keine Frage. Ich bin wahrscheinlich eher über meine eigene Unwissenheit hier. Die rennen da alle rum unter meinen Hunger. Die schaffen nicht ein Haus zu bauen, gar nichts. Doch, jetzt haben sie ein Haus gebaut, okay. Die sind gleich alle in Häuser gezogen, die komischen Nomaden. Ja, sterbt mal ruhig weiter. Wir haben ja auch gar nichts. Hier, ernte das ab. Wir haben ja auch überhaupt keine Nahrungsmittel. Alles klar, wir haben keine Nahrungsmittel. Ja, ich verstehe es. Ja, ich verstehe das. Wir haben nichts zu essen. Gar nichts. Kann doch nicht sein. Wir haben jetzt, wir hatten schon mal bedeutend weniger Nahrung und hatten da 3 Felder oder so. Und hatten aber schon 60 Leute. Da ist keiner verhungert, ja. Kommt mir fast vor wie ein Bug, ehrlich gesagt. Könnte ich mich aufregen. Ja, guckt ihr das an. Keine Nahrung, so ein Quatsch. Wo bleibt denn die ganze Nahrung? Wer frisst denn das alles? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich höre bloß immer bum bum, bum bum, bum bum. Wir sterben, wir sterben, wir sterben, wir sterben. Guck mal, hier können wir schon mal sagen, hör auf da mit dem, ich stelle das Geräusch gleich ab, das nervt. Pflaumen, ja, mach mal Pflaumen. Weiter, zack, zack, sterben, 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 sterben. Warum haben wir denn keine Nahrung? Es bräuchte 41 Landarbeiter mittlerweile. So, jetzt machen wir ein bisschen schneller. Jetzt machen wir auf 10. Mal gucken, was dann passiert. Ob sich das ein bisschen einreguliert hier. Oh, weia. Mal gucken. Risiko jetzt. Da wird sich wahrscheinlich gar nichts einregulieren. Immer vorsichtshalber noch einen Holzfällauftrag rausgeben hier.
Und Steine haben sie schon alle weggeholt, alles. Vor allen Dingen, wo sind die ganzen Steine? Ich habe ja gar keine Häuser gebaut. Guck mal, hier können wir auch noch mal so eine super krasse Session machen. Guck mal hier. Ohohoho. Er baut das mal alles ab, wenn ihr Zeit habt, ihr Luschen. Nein, 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 das sind keine Luschen. Ganz nette Einwohner, die irgendwie zu dumm sind, sich ein Spiegelei zu machen. Gibt's doch sowas. 21, 61. Jetzt kommt der Winter, klar, wir haben kein Feuerholz. Angeblich, guck mal hier. Das ist doch ein Bug. Obdachlose. Hier sind so, wir haben Häuser für über 100 Leute. Wir haben über 100 Leute. Häuser für über 100 Leute. Davon ist die Hälfte gestorben. Wir müssen so viel freien Ro Wohnraum haben. Erzähl mir nicht, dass wir Obdachlose haben. Guck mal, hier leer, leer. Das ist Schwachsinn, dass wir Obdachlose haben. Geht gar nicht. Das ist ein Bug. Das ist eindeutig ein Bug. Oh Gott, das ist eindeutig ein Bug. Jetzt würde ich mal das Spiel mal neu starten. Würde ich das Spiel mal neu starten? Weil die verbuggte Version jetzt nochmal speichern. So. Und jetzt nochmal neu laden. Ja. Bei Craft the World gab es auch manchmal Bugs, die waren dann nach dem Neustart wieder weg gewesen. Das Netzwerk irgendwie wollten die alle nicht arbeiten oder so. Ich meine, jetzt bin ich natürlich genau in die Falle getappt, der Unwissende, der dann immer gleich nach dem Bug schreit. Das regt mich immer auf, wenn andere Let's Player immer so schnell schreien: Oh, die Entwickler müssen ja hier noch und ist ja total verbuggt. Dabei liegt es an ihrer eigenen Unfähigkeit oder weil sie die Spielmechanik noch nicht richtig verinnerlicht haben. Aber sag doch mal ehrlich. Okay, Obdachlose gibt es jetzt angeblich nicht mehr. Na, ist ja schon mal gut. Ist ja schon mal gut. Holz haben wir ohne Ende, Feuerholz haben wir nicht. Gut. Aber jetzt haben wir, guck mal, jetzt kriegen wir wieder mehr Einwohner. Sehr, sehr eigenartig nach dem Neustart jetzt hier. Späten Winter. Jetzt sterben die wieder. Jetzt habe ich mehr Farmer eingesetzt. Oder ist es wirklich, weil ich zu wenig Laborer habe? Sind diese Laborer so wichtig? Wegen diesem Transport der Nahrungsmittel? Tja, ich bin jetzt völlig überfordert hier. Ob die jetzt die Felder bestellen, ist natürlich die Frage. Ach so, die werden natürlich jetzt hier auch hier hinten machen, was ich da gesagt hatte. Wa? Genau. Hier sind sie am Holzhacken und so weiter. Vielleicht war das auch nicht so gut, diesen Befehl zu geben. Oh nö, hört doch auf, sterb doch nicht. Guck mal, so sieht's aus, wenn es bergab geht bei Banished. Ich habe ehrlich gesagt auch gar keinen Bock hier noch irgendwas zu drehen. Okay, die holen jetzt hier das ganze Holz. Guck mal, das ist doch auch unlogisch. Warte mal, Woodcutter haben wir gar nicht. Schnell weg, 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 weg. Wir brauchen Woodcutter. So. Vier Woodcutter. Mal gucken. Eieieiei. Ob wir da nochmal die Kurve kriegen? Wir haben jetzt ohne Ende Holz. 62 Einwohner. Kann mir doch keiner erzählen. Kann mir doch keiner erzählen. Ich habe doch doppelt so viele Felder wie damals. Und sie sterben und sie sterben. Und UFO-Mann guckt einfach nur und überlegt, an welcher Stelle das System zusammengebrochen ist. Es war ja garantiert ein bestimmter Punkt, wo das ganze System zusammen umgekippt ist.
Aber was mein Rätsel halt ist, ist nach wie vor, wir haben so viel Getreideanbau. So viel Nahrungsmittel. Das hat locker für 100 vielleicht nicht, okay, da waren vielleicht schon Schwierigkeiten, aber es hat für 60 oder so auf jeden Fall gereicht. Jetzt haben wir doppelt so viel. Grrr, naja, wenigstens war ich über 100, ja. Das ist jetzt die Frage, war, fange ich jetzt ein neues Spiel an? Ein bisschen schwerer mit Katastrophen? Zwei Obdachlose, hört doch auf, ich habe so viele Häuser, guckt euch doch an, die sind doch alle leer, es kann doch gar nicht sein. Es kann doch gar nicht sein, da stimmt doch was nicht. Okay, hier versuchen sie ja zu arbeiten, aber wahrscheinlich können die auch gar nicht mehr. Die sind so am Verhungern, am Hungern. Da kommt auch kein. Boah, boah, viel. Oh, guck mal, wie schnell die sterben. Die kommen gar nicht mehr zum Essen. Eigentlich müssten wir das noch miterleben, wie die alle sterben. Also ich kann ja jetzt im Prinzip nichts machen. Mir fällt jetzt nichts ein. Häuser abreißen. Wäre blöd. Wäre sinnlos. Wozu? Weil es kann gar nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Die Nahrungsmittel würden auf jeden Fall für 39 Leute reichen. Also da stimmt irgendwas überhaupt nicht. Guck mal, selbst das hier, die Gesundheit und die Glücklichkeit hält sich auch noch in Grenzen. Sterben weiter 32, was soll denn das? Oder ist es einfach der Schluss vom Spiel, wenn man verkackt hat, dass dann einfach alle sterben und man kann es nicht mehr retten? Guck mal, wir haben so viele. Wo kommen denn jetzt die ganzen Nahrungsmittel her? Ach, jetzt ernten die schon. Die paar, die wir noch haben, ernten jetzt, ja. Okay. Es kann nicht sein, dass die Nahrung nicht reicht für 31 Typen. Ja klar, die haben auch keinen Bock zum Arbeiten, verstehe ich ja, wenn sie so einen Hunger haben. Aber man wird doch wohl in der Lage sein. Wo können wir hier noch Teacher? Alle haben, oh, alle gestorben, die ganzen Lehrer, die Woodcutter sind gestorben. Jetzt haben wir nur noch Farmer. Nur noch Farmer. Und es ist Winter und die schaffen das noch nicht mal. Ja, sie versuchen hier schon die Ernte einzutreiben, aber guck mal, die 32 Leute, die fressen das alles auf ohne. Wie nicht? Kann nicht sein, ey. Also mir, also rein von der Logik, ich habe es ja schon tausendmal gesagt, es geht einfach von der Logik geht's nicht. Dass ich mit derselben Masse an Lebensmitteln, dann, vielleicht kann mir mal einer was in die Kommentare schreiben, der das weiß, wo es hier an welcher Stelle gekippt ist, was da der Fehler war. Bin ich zu schnell expandiert zum Schluss? Die können nicht so viel essen. Das sind 33 Leute. Wir haben eben 5 Felder abgeerntet. Das kann nicht sein. Die können nicht so viel essen. Noch Wände einstellen vielleicht. So. Was passiert, wenn wir. Oh nein, nein, nein. Okay. Mal diese Wände und die ein bisschen höher stellen. Was passiert denn dann? Passiert dann irgendwas? Dass die dann ein bisschen mehr in die Häuser verteilen können oder was?
Wurde gerade, da haben wir noch vier. Also gestorben ist ja jetzt erstmal keiner in letzter Zeit. Die frieren, aber wir haben 23 Holz. Können aber nicht heizen, alles klar. Obdachlos sind sie auch. 36 Leute, kann nicht sein. Hier kann es keine Obdachlosen geben. Kann es einfach nicht geben. Die Hütten sind alle leer. Alle leer. Kann nicht sein. Ihr müsst einfach da einziehen. Kostet noch nicht mal Miete, Mann. Junge. Ich glaub's nicht. Der erholt sich gar nichts mehr. Hier erholt sich gar nichts mehr. Da ist wieder einer. Sag nicht, er ist an Hunger gestorben. Erfroren ist er. Wir haben 4 Woodcutterer. Wir haben 555 Holz. Kriegen die Grube nicht mehr. Kriegen die Grube nicht mehr. Am liebsten würde ich es ehrlich gesagt ausschwitzen. Ich habe gar keine Lust, jetzt an der Stelle abzubrechen, weil mich das jetzt ein bisschen wurmt. Und ich eigentlich ganz gerne sehen will, ob die sich von alleine wieder... Ob die irgendwie die Kurve noch kriegen. Aber kriegen sie nicht, kriegen sie nicht. Woran sind die denn jetzt gestorben? Bei 19 Grad plus. Okay, verhungert, okay. Nee, Obdachlose... An irgendeiner Stelle ist das Ding jetzt umgekippt. Gut, es gab zwischendurch auch Updates. Deshalb wäre es gar nicht so schlecht, wenn man mal einen neuen Spielstand beginnt. Wenn da am Balancing noch ein bisschen was gemacht wurde oder so. Dann verabschiede ich mich an der Stelle und wir werden dann nächste Mal... ich habe keinen Bock hier aufzuhören an der Stelle. Das Spiel ist einfach... finde ich trotzdem geil. Was heißt trotzdem? Nur weil ich versagt habe oder weiß, was auch immer? Ich kann das gar nicht sein. Das muss ja ein Bug gewesen sein. Das Spiel muss ja fehlerhaft sein. Nee, dann gucken wir mal nächstes Mal, wa? Dass wir da dann ein neues Spiel starten und dann aber mit Naturkatastrophen und auf schwer. Dann gucken wir mal, wie lange wir da vorankommen. Hier ist ja aus irgendwelchen unlogischen Gründen das Balancing völlig außer Kontrolle geraten. Schon allein ein Beweis ist ja mit den Obdachlosen, war. Wir haben so viele leere Häuser, es kann eigentlich keine Obdachlosen geben. War. Gut, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Kein Schreckregen, es hört sich so an, als wenn ich total sauer bin oder so. Überhaupt nicht, es ist hier nur mein Rumgefluche, so vielleicht, wenn manche, ich selber gucke ja nicht Fußball, aber wenn wir manche Fußball gucken und die regen sich dann so fiesch auf, wie mein Vater sich immer fiesch aufgeregt hat, über, wenn die da ein Tor verhauen haben oder so. Ich dachte mal, der ist total wütend und böse, aber das gehörte da irgendwie mit dazu zum Spiel. Ja, und wenn ich hier rumfluche, dann nur so aus Spaß. Okay, Leute, danke fürs Zuschauen. Lasst, wenn ihr Lust habt, einen Daumen oben da oder ihr könnt es auch sein lassen. Guck mal, hier sind schon wieder Okkupanten gekommen. Ähm, 31 gleich. Fragt sich, ob das jetzt noch Sinn macht, mit den 31 hier noch was zu machen. Ich glaube nicht. Nö, ich breche das Spiel jetzt ab an der Stelle. Gut. Tschüss.